Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Draro. Wir sind dran an einer Paladin-Rüstung. Jetzt haben wir das Gold auch. Und ja, Dankeschön, dass ihr so viel schaut und gut bewertet. Das ist natürlich keine Selbstverständlichkeit. Ich habe den Server aufgemacht und viele Leute haben nicht mehr so viel Bock gehabt, mit Mods zu spielen. Ich will euch einfach zeigen, mir macht es mega viel Spaß mit Mods. Es ist nicht kompliziert, es zu installieren. Es ist nicht kompliziert, auf den Server zu kommen. Und ihr habt durch Mods natürlich auch sehr viel mehr Freiheiten. Und ja, ich hoffe einfach, dass bald ein paar Leute auf den Server kommen, weil jetzt bin ich auch ein bisschen unsicher. Ja, soll ich den noch lange lassen? Soll ich das Projekt wieder abbrechen oder sonst irgendwas? Ich von mir von meiner Seite nicht. Aber jetzt schaue ich einfach mal, wie die Aufrufe noch sind. Ihr dürft gerne schreiben, wenn ihr es nicht wollt. Und ja, als erstes machen wir uns endlich mal eines der Reittiere aus dem Animal Bikes Mod. Das Rentier ist das beste und das günstigste. Ich weiß nicht, wieso das günstigste das beste ist. Aber das ist es. Mit dem kann man eigentlich fliegen. Und das ist natürlich schon ein bisschen fast gecheatet, aber. Wir haben einen Rollenspiel-Server und nicht einen, ja, PvP-Server. Und deshalb dürft ihr die gerne verwenden. Ihr seid dann einfach mehr unterwegs, also besser unterwegs. Und als erstes, oder ja, kurz warten. Das kann man irgendwie auch wieder wegspawnen lassen. Jetzt das Rentierzei aufgebraucht. Das könnte man irgendwie. Naja, ganz viel Apatit gefunden. Okay. Wir brauchen die Gated Irons. Deshalb müssen wir da mal ein paar Goldklumpen herstellen. Verketterung gemacht. 7 Stück. Das reicht wahrscheinlich nicht. Aber für eine. Ja. Also machen wir noch mehr. Ja, es verteilt sich halt so blöd. Ich kenne die Tasten jetzt auch noch nicht so gut. Nein, ja. Ja, geht ein bisschen langsamer, was geht. Sind ja meistens die Mods, die nicht sehr gut optimiert wurden und so. Ja. So, und jetzt sind wir ein Paladin. Jetzt haben wir schon die Sachen. Schauen wir doch das mal kurz, ob wir jetzt schon irgendwas dazu haben oder etwas noch brauchen. Ich kenne den Mod noch nicht, also ich kann jetzt nichts sagen. Ob wir da noch etwas brauchen. Und Gladius? Ich weiß es nicht. Ich schaue mir den Mod an. Also habe ich natürlich jetzt noch nicht machen können. Ein Schild könnten wir noch mal. Ja, das ist ein bisschen schwerer. Ja, das ist kein Problem. Ihr merkt, es ist nicht gerade so gut jetzt momentan mit dem Server. Tut mir leid, aber es ist der Host gerade. Der macht irgendwas, was er nicht machen soll. Ja. Sachen hier rein. Das hier. Da oben haben wir die Ausrüstung. Und das Holz kommt hier. So. Also was ich jetzt kurz zeigen möchte ist, ich habe hier schon mal ein bisschen weit gebuddelt. Und hier unten ist das, kommt das Apatit her, aus diesem Raum. Also das war der ganze Raum hier, alles Apatit. Dieses blaue Erz, hellblaue Erz. Hier habe ich noch ein bisschen reingebuddelt. Ja, das habe ich schon mal gemacht. Aber eben, ich habe sehr wenig Zeit außerhalb von den Aufnahmen. So, jetzt schauen wir noch mal kurz den Berg an, was dunkel ist, genug dunkel zum Schlafen.
Es ist einfach überall dieses braune Zeugs gewachsen. Und hier auch die anderen, also das ist schon heftig gewachsen. Und hier drauf mache ich eigentlich das Haus. Ich habe es schon geplant, also es ist schon fertig. Hier mache ich einen Strand und hier mache ich dann noch ein bisschen Dock. Und eventuell die Stadt machen wir so als, also da machen wir eine Stadt. Also das ist das, so habe ich das geplant. Ja. Ich darf die Palme bringen. Dieses Sprichwort. Die Bären sind einfach sehr OP. So hat man schnell wieder Essen. Was können wir sonst noch machen? Ich habe irgendwo ein Skelettschädel. Und ja, ich zeige euch das Biom dann nachher noch. So. Damit weniger spawnen. Ich glaube, die spawnen weniger, das spawnen die häufiger, wenn man Skelettschädel in einen der Mods. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Mod, ob ich die schon habe. Da habe ich so eine Linde. Ich glaube, das ist eine Linde. Ah, Lärche, Lärche, nicht Linde, Lärche. Ja, also dann gehen wir zum ersten Biom. Ich habe ja gesagt im letzten Part, das Misty Gebirge. Ah, die werden nicht teleportiert. Okay. Drei Tiere werden einfach nicht mitteleportiert. Und das ist wirklich schwarzer Stein. Stellt euch mal vor. Schwarzer Stein. Dark, also dunkler Stein. Und jetzt gehen wir zum nächsten, nämlich zu diesem rüber. Und da rushen wir gerade mal kurz noch. Zuerst mal fällen wir da einen Baum. Der da zum Beispiel. Weil Elderwood scheint recht schön zu sein. Oh, ich hätte das Geiles vor mit dem. Okay. Elderberries. Ah, okay, es ist nicht durchgehend rot. Aber immerhin. Gut. Nehmen wir den auch noch mit. Und da oben hätten wir noch Berries. So. Ich bin schon kurz drin gewesen. Diesem Haus dort drüben. Ja, der Server ist gerade momentan sehr langsam. Also es ist nicht immer langsam. Es ist eher wenig langsam. Krieg doch endlich hin. Ja, oh. Timber, Bambu. Timber ist. Was ist Timber? Ich schau mal kurz nach. Das ist nämlich sehr bekannt. Einfach Bauholz. Okay. Aber ich schaue gerne nach, weil ich ja jetzt momentan sehr am Englisch sprechen lerne. Das ist für dann die anderen, gell? Einfach immer wieder ein bisschen lassen, damit andere auch noch sammeln können. Und hier hätten wir wieder Genbusch. Den nehmen wir auch noch. Das sind ganz seltene Sachen hier in diesem Biom. Zum Beispiel hier oben auch. Ah, das ist der gleiche. Ich dachte, der wäre ein bisschen andersfarbig gewesen. Okay, dann lassen wir den einen auch noch. Ich war kurz hier drin und habe ein paar Sachen mitgenommen. Ich möchte gerne die Bücherregale noch mitnehmen. Das sind ganz normale Bücherregale, einfach aus diesem Holz. Okay. Und dahinter ist eigentlich nirgendwo etwas. So. Na, ich habe es nicht mitgenommen. Okay. Ich dachte, ich hätte es mitgenommen. Aber schauen wir gleich mal kurz noch nach. Tome of Pyromancy, Herbologie. Und Tome of Zoologie. Dann Brown Cloak. Ich weiß nicht, was man da mit dem machen kann. Erbige Inventory, müssen wir da nachschauen. Okay, das ist die Magie. Okay, aber die Zauber sind jetzt nicht so das, was ich eigentlich brauche. Graut, das ist doch ein Zauber, den ich brauche. Wie Bone Meal, okay. Zoologie, ah, das ist Beschwörung scheinbar. Wolfsstärke. Ocelot-Geschwindigkeit. Und der Sprung des
Kaninchens. Ja, dann hätten wir das Tintenfischauge. Infatuation, also irgendwie Liebes, verziert, neutral machen Monster. Oh ja, die Wildschweine neutral machen. Oh ja. Okay, gut. Ja, jetzt haben wir wieder voll. Ach man, diese blöden Teile da. Wurm-Wurm-Sex. Muss ich da natürlich noch ein bisschen nach oben kommen. Oben ist doch noch etwas, oder? So, gleich oben, aber ja, ist natürlich blöd, wenn man da so lange braucht. Nicht das ganze Haus kaputt machen, bitte. Ah, Bücherregale sind schneller. Ah, okay, jetzt sind wir einfach nur hier oben. Ich hoffe, hier ist nichts mehr. Keine Ahnung. Auf dem Dach vielleicht noch. Sieht nicht so aus, als ob hier das sein sollte. Mistletoe! Was werfen wir weg? Ja, die Fragen über Fragen. Wir haben nichts zum Wegwerfen. Oh Gott, wir sind immer voll. Wir haben noch keine Ding gemacht. Backpacks, also Rucksäcke. Ja, die muss ich unbedingt mitnehmen. Ja, natürlich, da noch eine Schere machen. Bitte macht dem nicht immer die Mods so schwer. Genau, jetzt. Das ist nervig. Ich habe schon lange irgendwie vor, das zu machen, dass alles leichter ist. Dass man nicht immer die ganze Zeit irgendwie welche Sachen machen muss. Ja, was legen wir jetzt weg, hä? Die schwerste Frage eines Minecraftlers. Welche Dinge kommen weg? Also das Brot. Das kann ich so schnell. Nein, das kann ich aber nicht so schnell machen. Ja, die Berries. Redebeers? Nee. Machen wir das Holz weg. Weil es ja nicht so schön aussieht. So. Noch mehr. Ich hoffe, die Tests lassen sich auch anpflanzen. Ja, das ist etwas sehr Schönes. So. Ja, komm, lassen wir die noch. Für andere da. Nein, ich darf das. Ich wollte da ins Wasser. Da oben. Das ist ein Berg. Also, jetzt sieht es einfach nicht so gut. Nightshade haben wir. Oh, die Pilze sind süß. Ach, Mano. Diese Verfahren sind die böse, ne? Was ist jetzt gerade hier böse? Keine Ahnung. So manche Sachen sind echt gefährlich. Mädchenhaar, okay. Was ist das? Auch wieder Salzplant. Also es ist wirklich ein Gebirge hier. Ist recht cool, hä? Wolfswillen. Oder Wolfswillow, weiß nicht, was das ist. Ah, hallo Süße. Na, seid ihr böse? Ich hab sie ja schon mal angegriffen, aber. Okay, die hat irgendwie ein tiefrotes Zeug ist bei ihr. Das ist Ahorn, glaube ich, dort. Das nehmen wir dann ein andermal. Ich denke, wir gehen wieder zurück und laden uns mal aus. So, oh. Hat irgendwie Lärm gemacht, also die Erde oder so. Am besten mal die Münzen schon mal reintun. Okay, den Ausflug machen wir auch hier rein. Die Bücher. Das hier. Letzte Rettung. Kurzer Wurf. Okay. Das haben wir auch rein. Ah, so viele Bücher. Das ist cool. So, wir sind bald Level 30. Wir wollen ja auch noch verzaubern. Das können wir eigentlich in diesem Pfad auch noch machen.
Sargeplant pflanzen wir an. Der Busch auch. Okay, wir machen mal hier rein. Berries kommen aus der Kiste. Karton hier. Das pflanzen wir an. Elder Sapling pflanzen wir an. Okay. Also zuerst mal der Bambus dort runter und dann können wir vielleicht auf der Insel schon mal anpflanzen. So. Da gibt es auch noch ein paar Sachen. Sind leider sehr teuer, wir brauchen einen Spinnenspawner oder so. Die Fäden. Und einfach, ich werde auch mal noch kurz schauen, ob das mit dem Ding gut geht. Oh, nicht in den Kaktus. So. Ey, das Setzling müssen wir da irgendwo anpflanzen, weil wir Platz haben. Gut, dann haben wir das. Das mal hier rein. Ja. Ja, das Schlafen geht immer ein bisschen spät, bis die ganze Sonne weg ist. Wir sind sehr immer gewöhnt vom neuen Villa ins Bett zu gehen, wenn der Sonnenuntergang ist. Aber das geht leider in diesem Mod nicht mehr, in dem weiß nicht mehr, wie das. Ja. Können wir kurz hier schauen. Stella. Okay. Das ist der Mod. Und ja. Müssen wir ihn selber einstellen. Gut, also dann hätten wir den Elder Sapling. Lerche ist ja auch jetzt nicht so gut. Also schon, aber ich möchte einfach Bäume anpflanzen, die schön sind. Und auch praktisch, also die wir einfach zum Baum auch brauchen, oder? Und deshalb machen wir einfach mal die rosaröden Bäume weg, die Kirschhölzer. Und weil das noch nicht unser Gebiet ist, könnt ihr hier einfach dieses Kirschholz holen, wenn ihr es braucht. Vor allem für das Essen ist es sehr gut für den Anfang. Aber die Sachen, die bei mir im Gebiet sind, nehme ich mit. Ich pflanze am besten noch einen weiter weg an, weil ich denke, das ist auch noch mein Gebiet hier. Ja, aber das mache ich später, weil ich möchte ja euch noch das Verzaubern zeigen von den Items in diesem Part machen. Und weil wir die Schere auch gerade dabei haben. Jetzt haben wir eigentlich genug Wolle für das Schiff. Also wir könnten das Schiff dann im nächsten Part raiden. Und etwas bessere, ein besseres Schwert haben. Oder einen Bogen. Naja, wir wollten sowieso ja den Bogen am Anfang machen. 24 Wolle wieder, sehr gut. Und ja, die Dinge sind kleiner geworden. Also weniger geworden. Die Kühe, also Hochlandrinder. Also wer will Kirschen? Da. Keine Kirschen mehr vertrauen. Die machen Bauchweh. Was wollte ich noch kurz schauen? Irgendwas noch kurz schauen. Das Brot mal hier rein tun. Ah, Obsidian müssen wir noch Ding. Diamanten. Genug. Wir müssen ja noch Obsidian abbauen. Dann muss ich alle Bücher und so rausnehmen. Ja, das reicht mit den Büchern. Ja, noch nicht ganz. Und, warte, das Obsidian haben wir nicht aus einer Kiste gefunden. Müssen wir abbauen. Dann nehmen wir noch natürlich Holz mit. Weil wir Tropenholz eigentlich echt gut abbauen können, nehmen wir das mit. Und machen da Bücher, Regale raus.
11 Stück. Müssen noch mehr machen. Ja, das ist jetzt zu viel, aber dann können wir gleich noch den. Also Obsidian brauchen, zwei Diamanten brauchen wir. Und ja, ich mache das hier vorne, dass den Leuten nicht so weit ist. Und mache das dann irgendwo oben später oder auch hier unten eins. Ja, das Blöde ist, dass man hier eigentlich. Sand. Nicht so exakt hat. Das ist genug. 1, 2, 3, 4. 4 mal 3, 12. Und sind 15. Also im 1 haben wir zu viel. Genau. So. Also. Ja. Hierhin. Hierhin. Hier auch. Und wieder machen wir hierhin. Ja, danke, aber ich brauche keinen Mod, der mir das zeigt. So, Home Mine. Sind wir in der Mine? Jetzt können wir eigentlich irgendwo Obsidian suchen und das ist, glaube ich, in diese Richtung. So, jetzt schauen wir noch kurz auf die Zeit. Ja, können locker noch alles abbauen. Und verzaubern. Ich mache jetzt auch wieder einen längeren Part. Weil irgendwie geht das Hochladen jetzt eigentlich ziemlich gut. Schnell wieder. Ich wusste, dass das Probleme macht. Wie machen wir das am besten? Ah, oh, das Dampf ist so nervig. Schade, dass es nicht schneller geht. Jan sollte nicht so lange gehen mit einer Diamantspitzhacke. Klar, es ist realistisch, aber Obsidian ist eigentlich gar nicht so hart im Real Life. Also wir machen jetzt noch kein Netherportal. Das haben wir sowieso über das World-Ding. Da brauchen wir kein Netherportal. Dann gehen wir aber bald auch ins Netherportal rein. Das Wasser war irgendwie ein bisschen verbuggt. Das gesehen, es war einfach nicht da. So, wir haben 5 Stück. Sogar eins mehr genommen. Und jetzt raus wieder. Also im nächsten Part gehen wir auch auf Erkundung. Wir haben ja gesagt, im Südwesten, das Meer mal ein bisschen anschauen. Das ist zum guten Glück nicht so groß. Aber, ja, dennoch, ja, ein bisschen nervig, oder? Dann haben wir den Zaubertisch schon. Und können eigentlich verzaubern. Gut. Wenn ihr irgendwas Erklärung braucht oder so, dann dürft ihr das gerne natürlich in die Kommentare schreiben. Danke auch für die vielen tollen Sachen. Ja. Also dass die Videos toll sind und so Sachen, einfach die verschiedenen. Ja. Jedes Video findet, die Feedbacks, genau. Und ja. Einfach danke für die Interesse. Jetzt bin ich gerade ein bisschen viel nachdenken. Tut mir leid, wenn ich jetzt gar nicht alles ausplappen kann. Was brauche ich noch? Ich brauche ja eigentlich nur. Oh cool! Ich kann die Nase ändern. Wieso hat er jetzt nicht mehr rot oder braun? Er hat jetzt eine blaue Nase. Das muss ich mir nochmal so anschauen im Video. Effizienz. Okay, das mache ich. Ich werde die verzaubern.
Oder im nächsten Part halt einfach dann. Ja, ich würde es gerne früher machen, weil ich ja noch ein bisschen den Berg abbauen will. Und bei dem Bogen werden wir dann zusammen was machen. Und die Kirschen gehen einfach nicht weg. So, was wir machen ist aber noch kurz. Nehmen wir das Kirschholz dafür. Ja, 36 wollte ich aber. Eine Kiste fürs Verzaubern. Und weil wir so nett sind und mehr machen. Ah, die Kiste ist vorne da. So. Machen wir die zwei, also auch beide zu Doppelkisten. Und hier auch. Davor. So. Lapis Lazuli reinlegen. Können wir auch die Eisenachs trennen. Und die Diamantspitzhacke brauche ich jetzt auch noch nicht gerade, bis sie verzaubert ist. Und ich farme noch dieses Baumwolle-Zeugs. Genau. Also, Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Die Büsche sind auch schon gewachsen. Cool. Nett, nett. Olivenbäume noch farmen. Ja, die Fichten für das Dock. Und ja. Dann bis zum nächsten Part. Euer Drago Basel. Und nicht vergessen, Livestreams ab jetzt. Ich weiß nicht, wann ich das mache. Heute schon oder so. Einfach mal gucken bei twitch.tv/DragoBasel. Tschüss.